aus wie wir. Kann man richtig gut auseinanderhalten einfach. So. Ach, dann hätte ich erst in die Schmiede gehen sollen, die Waffen verbessern. Von mir. Setz dich doch. Lass uns spielen. Mundi, das ist ein toller Name. So, was ist hier? Sei gegrüßt, Eivor. Lass mich dir meine Axt leihen. Hat von deinen Erfolgen gehört und wäre geehrt, sich deinem Clan anzuschließen zu dürfen. Wir sind ehrbare Krieger, die einen strengen Verhaltenskodex folgen und ihr Leben im Kampf verschrieben haben. Entschuldigung, solange du sie bezahlen kannst. Müssen wir die nur einmal bezahlen oder immer? Von, wer ist denn das? Wir wissen auf jeden Fall, wann ich schätze mal sie, ne? Komm, beweise deinen Wert in der Schlacht und verdiene dir deinen Platz an der großen Tafel. Können wir jetzt noch einen mit unserer Ausrüstung ausstatten? Oder wie sehe ich das? Das ist er, den wir gerade eben erstellt haben. Entschuldigung, wollte ich nicht. Hinweis, ein Krieger von Aedes, ne? Oder Aedes, keine Ahnung. Wir sind nie sicher. Ständige Wachsamkeit. Haltet eure Augen und Ohren offen, eure Körper stark und euren Geist selbst in Momenten des Friedens auf den Kampf ausgerichtet. Werde nie nachlässig, denn sonst schlagen sie zu. Und wer auch immer die schweißtriefenden in die Kiste mit den sauberen legt, ich kann nicht mehr lesen. Alter, was ist denn los? Nee, so lange nehme ich doch noch gar nicht auf. 3 Stunden gerade erst. Ist doch gar nicht lange. Ich möchte meine Krieger neu aufstellen. Wie ändern? Plünderer, ja. Kann ich austauschen, ja, aber. Angehört 1 von 100. Zuweisen. Ach, ich kann nur. Wieso kann ich denn hier keinen mehr? Den hier nehmen wir dann natürlich. Ach, jetzt können wir den gegen irgendwen anders austauschen. Alles klar. Will ich aber nicht. Wir lassen das jetzt erstmal so. Gefunden, was du gesucht hast? Also gut, hol mir meinen Hauptmann. Fertig? Ah, und jetzt kann ich das hier ändern. Alles klar, okay. Ich muss los. Bis bald. Entschuldigung. So, das Spiel können wir gerne mal irgendwann anders machen. Wir sind ja noch oft genug hier, schätze ich mal. Und dann sollten wir jetzt hier vorne. Das ist ja auch Missionsbestandteil hier. Das Ding hier mal bauen. Das würde ich jetzt gerne auch als nächstes mal machen, aber vorher würde ich gerne hier probieren voll. Na endlich. Jetzt bauen wir das hier endlich mal. So. Bruderschaftshaus der Verborgenen. Stufe 2 von 6. Hier werde ich gut arbeiten können, Eivor. Ich danke dir. Wenn uns deine Arbeit nützt, sorge ich dafür, dass du sie machen kannst, solange du bei uns bist. Das wird sie, denn uns verbindet ein gemeinsamer Feind. Seine Krallen sitzen tief in Englerlands Fleisch. Schlage ihn da, wo er am stärksten ist, und die Bündnisse, die du suchst, werden sich leichter ergeben. In London halten sie sich nicht länger zurück. Wenn du sie ausschalten würdest, stünde die Stadt in deiner Schuld. Ich rede mit Randvi und werde sehen, was sie davon hält. Gut.
Zuvor habe ich aber noch etwas. Ein Geschenk, das ich teilen möchte. Ein Geschenk? Ich kann es dir hier nicht zeigen. Laufen wir doch ein Stück. Och nee, zeig's mir doch einfach. Ich kümmere mich. Weiter. Lesen? Nein, wenn's plündern wäre, aber ich glaube, hier im Dorf geht's nicht. So. Ach, du atmest sehr schwer, Heitam. Bereitet dir deine Wunde immer noch Probleme? So ist es leider. In meinem Herzen wohnt ein Schmerz, für den es keine Heilung gibt. Dann ruh dich aus. Solange dein Geist wach ist, wirst du dich erholen. Natürlich. Aber ich will meinen Mentor nicht enttäuschen. Du würdest für Bassem deine Gesundheit und dein Leben riskieren? Das verstehe ich nicht. Das erwarte ich auch nicht. Als wir bei euch ankamen, sah ich Misstrauen in deinen Augen. Einen Zweifel. Vorsicht. Ist das eine Frage? Nein, nur eine Beobachtung. Entschuldigung. Oh, wir fahren jetzt aber nicht Boot. Och nee. Bist du in der Lage, dieses Boot zu steuern? Ja. Sei unbesorgt. Es ist nur die ständige Anspannung, die mich erschöpft. Ich bin recht schnell am Ende meiner Kräfte. Ach, wie stimmt, man steht da drauf. Stimmt ja. Dieses Busch. Und was für ein Geschenk möchtest du mir geben? Es ist nicht von mir. Du wirst es dir selbst schenken. Mehr Rätsel. So eine Freude. Sagen wir es so. Man kann dieses Geschenk weder geben noch nehmen. Es ist eine Art zu leben. Das macht es nicht klarer. Nun, es lässt sich besser zeigen als beschreiben. Dann werde ich warten. Verzeih den Spaß. Dieses Geschenk nennen wir Todessprung. Er ist einer der heiligsten Riten unserer Bruderschaft. Wir setzen ihn nicht gegen unsere Feinde ein, sondern nutzen ihn, um unsere Entschlossenheit zu stärken. Wie bei der Meditation wird dein Geist konzentriert, deine Hände ruhig und die Furcht aus deinem Herzen verbannt. Und vor allem kann er dir helfen, wenn du fliehst oder dich verbergen willst. Du nennst es einen Sprung und wir sind gerade einen Berg hochgeklettert. Da, schon wieder. Ein Anflug von Zweifel. Wir sind fast da. Unser Ziel liegt vor uns. Ich nehme an, du willst mich von dieser Klippe stoßen, oder? Bitte sag mir, ich bin nah dran. Soll ich etwa die Überraschung verderben? Um den Todessprung durchzuführen, musst du dich etwas Größerem hingeben. Den Göttern? Dir selbst. Umarme die Hoffnung, dass der Tod dich erst ereilt, wenn du für ihn bereit bist. Glaube daran und du fürchtest nichts. Unser Tod ist vorbestimmt, eingewebt in den Teppich der Welt. Furcht wäre eine Verschwendung von Tränen und Sorgen. Gut. Dein Geist hat sich bereits auf die Lektion eingestellt. Das hört sich ja sehr interessant an. Kriegen wir nicht, ne? Nee. Oh Gott. Ich springe zuerst. Auf mein Zeichen folgst du mir. Verlasse dich auf deinen Glauben, deine Stärke und lass los. Du willst, dass ich springe? Von hier? Ja. Eher wachsen mir Flügel und ich fliege davon. Danke für deine Lektion, warte. Aber... Warte! Sieh zu! Heitam! Heitam! Du verfluchter Narr! Bist du verletzt? Siehst du? Mein Glaube war stärker als meine Angst! Und der Waldboden fing dich auf! Eivor! Diese Seite an dir ist mir neu! Fang auf! Ein perfekter Sprung. Wie hat es sich angefühlt? Du hattest recht. Ich spürte Wahnsinn und Kraft. Ein Schwinden der Angst. Ein Geschenk an mich selbst. Jetzt verstehe ich. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Gern. Und danke, Eivor, dafür, dass du zugehört hast. Du hast den Todessprung einen heiligen Ritus genannt.
Wird er von allen Verborgenen vollzogen? Soweit ich weiß, dieser Initiationsritus reicht zurück in eine Zeit vor der Geburt des christlichen Jesus. Hoffst du, mich bei euch aufzunehmen? Ich würde es versuchen, wäre ich sicher, dass du beitrittst. Doch das ist nicht mein Ziel in einem Haus. Basim und ich sind auf mehr aus. Der Orden der Ältesten. Ja. Erinnerst du dich an das Siegel, das du bei Kjötvis Leiche gefunden hast? Das ist ihr Zeichen. Sie sind eine Plage, von der wir die Welt hoffentlich befreien können. Wie wir arbeiten sie im Verborgenen. Doch sie wollen die Welt beherrschen, nicht von ihren Fesseln befreien. Den Wunsch zu herrschen hat nicht nur der Orden. Sigurd und ich wollen dasselbe. Wir wollen ein Land unser eigen nennen und auch die damit verbundene Ehre. Vergleiche dich nicht mit Leuten wie ihnen. Der Orden kennt keine Ehre, keine Prinzipien, keine Menschlichkeit. Und doch sitzen viele von ihnen auf den Thronen Englerlands. Wenn du das Land zum Wohle deines Clans befrieden willst... Wäre es in meinem eigenen Interesse, dir zu helfen. Schon verstanden. Du suchst Bündnisse. Wir wollen Englerland von der Fäulnis befreien. Wo sich diese Hoffnungen treffen, liegt unser gemeinsames Ziel. Du denkst, dieses Land wird von harmlosen Jarls und stümperhaften Tarnen regiert. Doch sieh genauer hin und du erkennst die wahre Gefahr. Die unsichtbare Hand des Ordens liegt über allem. Basim übertrug mir eine Aufgabe. Ich muss den Orden der Ältesten in Englerland finden, in welchen dunklen Ecken er sich auch versteckt, und ihn auslöschen. Wenn wir zusammenarbeiten, wird es zu unser beider Vorteil sein. Du erhältst mehr Einfluss über die Königreiche Englerlands. Und du gelangst in den Besitz weiterer Siegel. Richtig. Du solltest in London beginnen. Laut meiner Quellen plant der Orden, London, die Stadt an sich zu reißen. Ich werde das mit Randvi besprechen. Wenn du dort bist, halte Ausschau nach unserem Zeichen. Vor Jahrhunderten nutzten die Verborgenen Arbeitszimmer in ganz Englerland. Es gab 6 von ihnen. Darin findest du Dokumente, die dasselbe Zeichen tragen. Sie würden mir bei meinen Studien sehr nützlich sein. Ich bringe sie dir. Danke, Haitan. Für alles. Das kennen wir auch schon aus Odyssee, das haben wir nur auf dem Kanal nicht gesehen. Okay, der Orden der Ältesten. Der Orden der Ältesten ist eine geheime Organisation von Heiden, die alle Bereiche der Gesellschaft durchdrungen hat, um ihr dogmatisches Weltbild zu verbreiten. Um sie auszumerzen, musst du Hinweise in der Welt finden. Eiferer heißen die angeheuerten Söldner, die vom Orden dienen und ihre Erlässe durchsetzen. Wenn du sie aufspürst und ausschaltest, kannst du Hinweise auf die Identität von Ordensmitgliedern erhalten. Enthüllen und ausschalten. Hinweise kannst du auch erlangen, indem du Bündnisse schmiedest. Ich lese schon selber England vor. Englerland erkundest und Hilfsbedürftige unterstützt. Sobald du alle Hinweise zu bestimmten Ordensmitgliedern gewonnen hast, wird ihre Identität offenbart und sie können aufgespürt werden. Hierarchie des Ordens. Ordensmitglieder haben eine Hierarchie. Wenn du einen Paladin oder Pfarrer tötest, kannst du Hinweise auf ihren Magister finden und irgendwann auch den Magister aufdecken. Okay. Alles klar. Ach, das war er. Tolles Foto, wollte ich gerade schon sagen. Ja. Alter, als ob die zu jedem hier einen Text geschrieben haben. Das ist ja mal mega geil. Das ist der... Wenn wir den... Guck mal, wir können eigentlich hier so machen und dann hier zack. Ach nee, das geht nicht. Wir müssen dann auch erst hier... Ah, okay. Obwohl eine Stärke 90. Hier steht keine Stärke bei. Ja, auch nicht. Und hierfür müssen wir... Für den hier müssen wir erst die beiden hier down machen. Okay, verstehe ich. Bis jetzt zumindest. Ja, nur mal kurz auf R. Hier auch. Was soll schon passieren? So. Ach, guck mal hier. Hier können wir noch zugehörige Objekte. Hier können wir nicht auf alle als gelesen markieren. Okay.
In Odyssey war das ja auch das einer von denen hier. Da war das Ganze hier natürlich noch ein bisschen anders aufgebaut. Da war der Typ hier in der Mitte und dann es hat sich das von außen so aufgebaut, so ähnlich wie es hier ist. In Odyssey war ja einer von denen hier. Einer von... Bruder, glaube ich, von der Hauptprotagonistin, die wir gespielt haben. Protagonistin, wie auch immer. So. Hier haben wir das. Achso. Zack. Okay. Gut, dann mache ich mal kurz wieder aus. Was tust du hier noch gleich? Wenn du ein Mitglied des Ordens der Ältesten auslöschst, gib mir dessen Siegel. So kann ich wissen, wer uns keine Probleme mehr macht. Wieso geht denn das nicht? Oder habe ich... Ach nee, das habe ich ihm schon gegeben, ne? Sonst wäre das ja auch nicht aufgedeckt. Dann gehe in Frieden. Geh mit Gott, aber geh, ne? Oder wie ging das? So. So. 2. Sehr geil. Wir könnten... Das haben wir schon. Vielleicht allen Ausrüstungsstücken, die zu Bären passen, einen Bonus. Nahkampfschaden 2,3. Das wäre sehr gut. Widerstand schwer. Das wäre auch nicht schlecht. Stimmt, ich wollte ja das hier als nächstes haben, ne? Oder was ist das hier? Wenn du in den Rücken deines Gegners triffst, richtest du mehr Verteidigungsschaden an und bringst ihn ins Taumeln. Oh. Giftschaden, Schleichangriff. Kritische Chance. Attentatschaden, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Hebe automatische Feinde hervor, wenn du geduckt oder unentdeckt bist. Das wäre natürlich auch sehr geil. Ach, schwierige Entscheidung, eigentlich wie immer. Was gibt's denn hier später noch? Kritischer Schaden. Weiter sehen wir erstmal nicht. Handwechsel. Halte Shift plus T gedrückt, wenn du mit deinen zwei Waffen kämpfst, um sie von deiner anderen Hand zu wechseln. Ja gut, das ist vielleicht hilfreich, aber das brauche ich erstmal nicht unbedingt. Gifteffektivität plus Giftschaden. Was ist das hier? Deine Beherrschung des Raubtierbogens erlaubt. Gut, das brauchen wir sowieso erstmal nicht. Wir haben sowieso zu wenig Punkte. Irgendwas, was jetzt schon was bringt. 4,2 Ausweichen. Kopfschuss. Das wird halt perfekt mit dem Schleichen passen, ne? Wir machen auf jeden Fall erstmal das hier. So, so viel steht fest. Schleichangriffschaden. Nahkampfwiderstand. 7. Das wäre natürlich optimal, das machen wir mal. So, 23, sehr gut. Codex, Datenbank, Kopierungen, gut, was da jetzt zugekommen ist, haben wir eben gehört. Genau, Escape einfach drücken wir einfacher. Was ist hier jetzt zugekommen? Welt plus Aktivitäten, Orden der Ältesten und Eiferer. Gut, hier hatten wir ja schon mal einen vor ein paar Folgen für euch. Ich bei mir noch bei der gleichen Aufnahme gesehen. Gefundene Stärke 20, ist ja egal. Teil von Sage eines Königsmachers. Kann man das ja eigentlich irgendwie sortieren, außer so? Nee, ne? Eigentlich müssen wir das jetzt mal weitermachen hier. So. Hier rüber. Ich muss gehen. Dann geh in Frieden. Hatte ich nicht noch Ordenssiegel oder haben wir die wirklich schon gegeben? Wir könnten tatsächlich mal... Die seltene Material kann in deiner Siedlung gegen außergewöhnliche Waren getauscht werden. Okay. Achso, das ist diese komische Quest, die wir mal irgendwann angefangen hatten. Ich erinnere mich. Ich würde gerne mal gucken, können wir hier... 300 und 140, Alter. Was geht? Breite deine Flügel aus.
Da können wir spielen. Können wir alles nicht bauen. Wildposten haben wir schon. Kostet alles 45. Das ist belastend. Wie viel haben wir? Ich glaube, wir haben 30, ne? Ich meine, wir haben noch 30. Eine Bäckerei. Handelsposten haben wir schon. Da können wir gleich übrigens mal hingehen. Eine Brauerei. Eine Jagdhütte. Das wäre natürlich auch sehr gut. Die können wir bauen. Aber ja, wir haben schon voll viel was. Gut, ab da hört's auf. Da hinten können wir hin. Stall und Vogelhaus. Und das haben wir gerade gebaut. Das ist die Schmiede. Kriegerlager. Gut, wir können nur das da hinten bauen. Deswegen würde ich sagen, wir machen das direkt mal. In welche Richtung ist das denn? Ist das nicht das hier? Hallo? So, hier. Zack. So früh wie möglich alles bauen. Das ist ein prächtiger Stall, den wir jetzt haben. Gott, wie schön. Sprechen. Sag mir doch noch mal, was du hier machst. Ich bin als Stallbursche mit der Hege und Pflege von Tieren vertraut. Komm zu mir, wenn du etwas für dein Pferd oder deinen Raben brauchst. Hier können wir die Skins, glaube ich, auch wechseln. Wie kommt es, dass du solch eine Verbindung zu Pferden hast, Ruadan? Sie waren mir in der Jugend die besten Freunde. Ich war ein kränklicher, stotternder Junge und nur die Pferde lachten mich nie aus. Mit der Zeit begann ich, sie so zu verstehen, wie du Menschen verstehst. Ich höre ihnen zu, wenn sie sprechen und umgekehrt. Zeigst du mir deine Waren? Okay, im Besitz. Achso. Stall und Vogelhaus. Tierausbilder finden sich in der Nähe jeder großen Stadt. Bei ihnen kannst du Tiere kaufen und sie anpassen. Okay, verfügbar. Brauchen wir nicht. Das habe ich mit diesem Pack freigeschaltet. Mit E kann ich einen weiter. Verfügbar. Feigr. Das hat man auch mit dem Pack freigeschaltet. Der hat dann so grüne Augen, glaube ich. Sonst noch etwas? Ich muss gehen. Bleib gesund. Du musst immer mal mit deinem Raben sprechen. Das mögen sie gern. Flieg, guck mal, jetzt hat er so geil grüne Augen, Alter. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zur Schmiede. Und dann machen wir uns endlich mal auf den Weg zur Quest weiter. Haben jetzt lang genug rumgeeiert. Glaubst nur damit du, wir hier kurz aufrüsten Sportstreit konnten. Streit könnte sich mit einer Saga messen? Mit wahrer oh, warte. Dichtkunst? Was machen wir jetzt ganz kurz? Er übertrifft sie. Was geht hier vor sich? Holmgeir möchte die Kunst des Spottstreits in den Dreck ziehen. Ich weise ihn zurecht. Es ist grobschlächtig, ungenießbar und unerfreulich. Ich würde dich ohne jede Übung schlagen. Könntest du nicht, du neunmal Tumber. Eivor, richtest du über unseren Spottstreit? Ich spiele nur zu gern die Richterin, Brüder. Zeigt mir, was ihr könnt. Ich fange an. Wie ein Ei dem anderen gleicht Holmgeir mir. Doch er ist nur ein Kiesel und ich ein Saphir. Als Zwillinge einzig die Dichtkunst uns trennt. Und zeitlebens sieg ich und Holmgeir flennt. Nicht übel, aber pass mal auf. So ein Spottstreit ist albern und leicht vorgebracht. Man muss nur dafür sorgen, dass irgendwer lacht. Doch im Leben zählt anderes um so vieles mehr, wie die Dichter und die Maler und die Kunsthandwerk Kehr. Ja, Kehr. Ha, was hältst du davon, Eivor?
Wer war denn jetzt nochmal wer? Scheiße. Ich sage, Holmgär gewinnt. Ich wusste es. Mein Sieg soll in deinen Ohren widerhallen, Alvis. Ich werde diesen Tag des Sieges über dich für die Ewigkeit festhalten. Ich weiß nicht, was du dir gedacht hast, Eivor. Ich hoffe, dir gefällt das Monster, das du erschaffen hast. Hihi. Ich hätte anderen nehmen sollen, ich Idiot. So. Folgendes. Was ist hier? Tätowierwerkstatt. Ich glaube, die bauen wir zwar, aber braucht kein Mensch. War das Pferd, ja. War das Schwein gerade auch tätowiert? Kann sein, ne? So. Okay, warte. Dann gehen wir nochmal hier hin und dann machen wir uns jetzt endgültig da mal nach mal auf den Weg. Zeig mir, was du anzubieten hast. So, verbessert, verbessert. Mich verarschen. Fuck, mir fehlt ein Ding. Ich leiste wirklich gute Arbeit. Laber nicht. Nun. Auf das ist ihr da draußen. Jo. Was fehlt mir denn? Wir brauchen 30 und 10. Wie viel Kohle haben wir denn? Wo sehe ich? Steht das hier überhaupt? Das steht hier gar nicht. Okay, pass auf, dann gehe ich mal ganz kurz zu unserem Handelsposten, wie er da ist. Ist das hier? Yo. Schön. Moin. Das habe ich für dich zurück. Zeigst du mir deine Waren? Sowas so. Kann man doch immer gebrauchen. Ich glaube, wir brauchen nur 3. Komm, wir nehmen mal 5. Ich habe noch mehr. Schau einfach mal wieder vorbei. Ich wollte nach... Ach, das macht die Maus jetzt. Fuck, wie brauchen wir noch? Sonst nichts? Lass dich mal wieder blicken. Jetzt ist mir zu blöd. So, für das Ding hier verbessern brauchen wir 30 Stück haben wir. Wir brauchen 10 Leder. Wir brauchen 6 Leder noch. Ach, wir sind schon direkt drin. Was kannst du mir... 6 Leder brauchen wir noch. Nur ein Name würde da Nein sagen. Ich sorge dafür, dass meine Kiste ein Kopfschneller liegt. Escape drücken. Nun. Bis zum nächsten Mal, Eivor. Danke für nichts. Und dann gucken wir mal hier. Entschuldigung. So, siehst du, jetzt haben wir hier 2 drinne. Das können wir jetzt halt so lange weiter verbessern, bis das Ding da hinten voll ist. Bis dahin sollten wir auf Level 2 Millionen sein. So, was bräuchten wir denn für das hier theoretisch? 30 und 10 immer. Brauchen wir für alles 30 und 10. 10 und 25. Okay, wir haben ja noch Geld. Das heißt... 10... Ich rechne erstmal Leder zusammen. 35. Oh Gott. 40, 60 Leder. 85. Okay, wir müssen uns was aussuchen. Wir haben viel zu wenig Kohle dafür, um alles zu verbessern. Ich würde sagen, wir machen erstmal das hier, oder? Obwohl, die Rüstung würde ich gerne vorher machen. 10 und 25. Was war was? 25 Leder und 10 Eisen. 25, 6 Eisen und 25 Leder brauchen wir.